bekommt die Kunst eine neue philosophische Ebene. Franz Pfeil stellt auf einer Weinvernissage seinen Wein als Kunstwerk dar. Künstler wie Dietmar Gamper, der Volkskundler Siegfried Drachewild und Weinkenner trafen sich am Grenzelhof, um dieses Thema unter die Lupe zu nehmen. Darf ich die Herrschaften bitten, vielleicht Platz zu nehmen, wo Platz ist und sich um eine formelle Aufmerksamkeit bitten? Was muss ich ein Wein kennen, dass er ein Kunstwerk ist? Man muss erst einmal wissen, was kann ich mit einem Kunstwerk? Die Kunst wird in zwei Gattungen unterteilt. Einmal in die bildende Kunst und einmal in die darstellende Kunst. Die bildende Kunst kann ich anschauen. Ich kann sie auch umgreifen, wenn sie klein genug da ist und die nicht sehe. Aber grundsätzlich kann ich die bildende Kunst anschauen. Die darstellende Kunst kann ich anschauen und anlösen. Die darstellende Kunst ist ein Prozess. Ein performativer Akt, weil sie ist vergänglich und sie verändert etwas. Und in dem noch wahret Wein, wenn überhaupt, ein Kunstwerk, weil ihn trink. Aber nicht für den, der was nicht trinkt, sondern für den, der was zuschaut. Und nicht der Wein, sondern das Trinken vom Wein. Ich sage euch das jetzt einmal. Nein, ich trinke nicht. Aber was hat das jetzt für einen Sinn, wenn ich da Wein trinke? Wenn ich alle Wein trinke? Was ist die Botschaft und die Aussage, wenn ich jetzt da einen Wein trinke? Ein Kunstwerk muss eine Botschaft haben, muss eine Aussage haben. Kunst muss provozieren, provozieren, provozieren. Und deswegen trinke ich jetzt ein Bier. Weil ein Bier zu trinken ist in dem Moment ein Kunstwerk, weil es bei einer Weinverkostung provoziert. Und außerdem hilft es gegen Durst. Franz, die Frage jetzt an dich, wie kommst du auf die Idee, dein Wein als Kunst zu bezeichnen? Ich bezeichne nicht jetzt das mein Wein als Kunstwerk, sondern ich bezeichne das, was wir da kollektiv in unserem Betrieb gemacht haben, als Kunstwerk, weil das ein Prozess ist, wie es zu dem kommt. Ich bin nicht der Künstler, da entsteht etwas gemeinsam und die gemeinsame Energie ist in den Wein drinnen. Und da seien meine Galeristen, wie das Meraner Weinhaus und der Gebhardt, seien wieder die unsere Vision und Philosophie weitertragen. Der Wein wird da geboren und geht nachher aus, um die Leute zu verzaubern. Ne? Und das ist einfach so. Und gefällt mir. Ja. Jeder weiß, dass Weinmachen eine Kunst ist. Und wenn schon, müsste man sich fragen, also was ist es dann für eine Art Kunst und in welcher, also wie kann man es vergleichen mit den Kunstwerken, die du, Franz, hier in deinen Gärten zeitweise oder auch auf Dauer ausstellst, was haben die gemeinsam eben mit sozusagen dieser Art von Kunst? Ich glaube, Kunst hat zunächst einmal mit, ganz einfach das Wort, mit Können zu tun und ist altbekannt. Kunst hat mit Licht zu tun, es ist geballtes Licht. Kunst hat mit Kraft zu tun. Kunst muss eben die Kraft besitzen, Menschen zu heilen, sie zu erlösen, sie zu erneuern, sie anzufeuern. Also all das, was wir eigentlich eben von einem Kunstwerk erwarten, das, glaube ich, kann man durchaus auch für einen gelungenen Wein sagen. Franz, wenn ich dich so jetzt fragen darf, wo ist die Botschaft, wo steht der Wein, die Herrlichkeit Gottes dort? Also der Wein mit ist vielleicht jetzt nicht, er ist ein Ausdruck Gottes, weil Gott in allem ist. Gell? Und er
öffnet vielleicht den Kanal der Seele zum Göttlichen. Also der Spiritus, der Kanal zum Übersinnlichen, wird durch den Wein der Weg geebnet. Und der Wein ist, da ist alles drin, durch seinen Wandlungsprozess, den mehrfachen Wandlungsprozess, dass erst stirbt die Traube bei der Ernte, dann kommt sie in die Torkel, also in die Presse, das wird sie torturare vom Martern, fließt das Blut, dann kommt sie im Keller, sinnbildlich die Gruft, das Grab, im Fass das Blut, das vergärt und aus einem Saft wird ein spirituelles Getränk und verwandelt dann beim den Genießer auch wieder. Und dieser Weg einfach, der ist das, den Weg, den gleichen, den wir gehen, bei der Geburt, Pubertät, Tod und die Verwandlung. Das ist einfach, der spiegelt genau das, Auferstehung spiegelt das wieder. Wenn der Geist uns verlässt oder eben auch beim Gepflegt oder beim heiligen Rausch findet der Geist Flügel und verlässt den Körper und geht in das All-Eine über. Ja, wir danken für eure Aufmerksamkeit. Viel Spaß noch beim Kosten, Beten und Bewundern.